Hallo zusammen. Today we definitely need to find out what a native speaker replies when you ask a German about bread. Bread. Ja, ist halt Brot, ne? Was damit? Ehrlich jetzt? Dafür sind wir international bekannt. Dafür und für Hitler und hier, wie heißt es? Rammstein und die Autobahn und ne, das ist es, ne? Und Brot. Ja. Ist halt auch gut, ne? Das deutsche Brot. Also. Reicht das? Mal ehrlich, also das Geilste am Brot ist die Kruste. Mmh. Ist schon geil. Also ich finde Pumpernickel richtig geil. Ist das Beste. Mit Abstand. Morgens geht nichts ohne das hier und das hier, ne? Ah, lecker Butterbrot mit Nutella, ich sag's dir. Richtig, richtig geil. Ja, also. Entschuldigung. Wenn ich mal so drüber nachdenke, ne? Also, ich meine, gibt's doch woanders auch. Verstehe ich jetzt nicht, warum ist das jetzt besonders für Deutschland? Oder haben wir das erfunden vielleicht? Das könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten, ja, ist halt Brot, ne? Aber lecker. Hör mal, Pumpernickel, ne? Als Kind, ne? Habe ich immer gedacht, ich war ja doof, ne? Aber wusste ich halt auch noch nicht. Da habe ich gedacht, hier Pumpernickel ist so eine Mischung aus Pumper, ne? Hier, Kraftsport, Bodybuilder, ne? Und Kanickel, ne? So ein pumpendes Kanickel. Ist trotzdem geiles Brot. Ist beste Brot. Ist auch aus Deutschland, ne? Ursprünglich. Ja, was ich mich auch ein bisschen gefragt habe jetzt, ne? Vor ein paar Tagen. Ich habe mich mehr mit Rammstein beschäftigt, ne? Ist ja hier deutsche Band, kennt man ja, weltweit. Ne? Und ich dachte mir so, ja, haben die eigentlich ein Lied über deutsches Brot gemacht? Weil Brot kennt man ja weltweit, ne? Wir sind ja bekannt dafür, wir haben so viele Sorten, also da stehen die Leute drauf. Und auch in Deutschland und weltweit, die kennen das alle. Ja, jetzt haben sie mich voll erwischt hier. Ich wollte eigentlich nur kurz mal eben zum Bäcker Brötchen holen, ne? Aber, ja, also, wenn ich schon hier einmal dabei bin, also deutsches Brot... ganz klar Vollkornbrot, ja. Und Paderborner, das ist auch gut. Man merkt halt richtig, dass das so richtig nach guter alter deutscher Rezeptur sozusagen gemacht ist. Da steckt schon Können drin und muss ich auch sagen, also ich bin da noch nie enttäuscht worden. Ich kaufe immer bei derselben Bäckerei hier. Wir sind ja ein Dorf irgendwie von 500 Leuten oder was, aber wir haben 20 Bäckereien hier, ne? Aber da merkt man es halt auch. Alle mögen Brot. Alle. Vor allem Vollkornbrot, ne? What would you like to ask a German and what do you make of these answers? Check out the video description for my socials and support options for the channel. Thanks very much for doing that and thanks for watching everyone. Tschüss und bis zum nächsten Mal.